Dies ist nun das Fitbit Ultra, was ich heute bekommen habe. Und das ist ein Unboxing-Video. Ich mache es einfach nur auf, zeige euch, was dabei ist und wie ich mit dem Fitbit jetzt lebe. Das seht ihr in kommenden Blogposts oder ich mache mal ein Video darüber. Das ist die Blue Edition, ist von Amazon gekommen für ja, 100 Euro hat es gekostet. Okay, wir machen mal auf. Hinten steht kurz dran, wo man das anmacht, wie man das benutzt. So, da haben wir hier, erinnert mich sehr an eine Apple-Verpackung, das Fitbit. Auf so einen Plastikhalter stecken, muss ich dann gleich mal rausmachen, mal sehen, was noch dabei ist. Hier unten haben wir noch eine Verpackung. Da haben wir zum einen einen Clip nochmal, um das Fitbit, glaube ich, besser irgendwo ja, zu befestigen. Die Ladestation, das ist interessant, aufgrund der Größe der Box ist die scheinbar zum Zusammenstecken. Hier unten sind die Kontakte für das Auslesen des Fitbits, beziehungsweise für das Laden. Und dann noch das Armband für die Nachtüberwachung sozusagen, also für die Sleepwatch. So, jetzt schauen wir mal an, wie wir das Fitbit hier rausbekommen. Aha, hier hinten ist ein Griff dran, da ziehe ich das mal hoch. So sieht das gute Teil aus. Ich glaube, ich kriege es jetzt nicht hin. Aber das seht ihr alles, was beim Fitbit dabei ist. Es ist jetzt, wie ich sehe, keine Anleitung dabei, aber das wird dann wohl im Internet alles sein, beziehungsweise hier auf der Verpackung steht einiges drauf, wie man das jetzt macht und wie man es connectet zum Rechner. Okay, das wär's erstmal. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt einen Erfolg hat oder eher weniger.